Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zur heutigen Darstellung dessen, was Wertschöpfung im Wirtschaftsleben ist. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten zunehmend durch die Beeinflussung der Ausbildungsstätten, durch die mediale Beeinflussung immer mehr die Verführung in einen ungehemmten Egoismus, so dass jeder egoistisch versucht, im wirtschaftlichen Bereich das für ihn am Vorteilhafteste zu finden. Das ist es aber nicht, was ein gesundes Wirtschaftsleben ausmacht. Wir wollen uns ansehen, was die Wertschöpfung an sich wirklich ist, im Kerne, wie es die Wertschöpfung ist, das Herz des ganzen Wirtschaftslebens und wie wir wieder kommen können zu dem, dass wir anerkennen können, dass wir daran glauben können, dass wir die Wirtschaft, das Wirtschaftsleben durchdringen können mit der Idee, dem Gedanken zu wirtschaften zum Wohle aller Menschen. Dass wenn wir als Mensch im Wirtschaftsleben tätig sind, dann tun wir das zum Wohle unserer Mitmenschen, zum Wohle der Natur und der Welt, was sicher noch ein weiter Weg ist, was aber aufgrund unserer geistigen, fachlichen, moralischen Fähigkeiten als Menschen durchaus im Bereich des Möglichen ist. Und dieses Wirtschaften, dieses Wertschöpfen, das umfasst eine Fülle von Dingen. Es ist die Wirtschaft ein riesiger, lebendiger Organismus des Erschaffens, des Entwickelns, des Tuns, des Gebens und des Nehmens und auch des wieder hineinverschwinden Lassens in die Natur. So ist die Ware, das Recht, die Arbeitsteilung, das Geld, die Fähigkeiten der beteiligten Menschen, der Verbrauch durch die Mitmenschen, das Einkommen aller Menschen und das Eigentum und die Rechte am Eigentum entscheidend. Wie eben das Wirtschaften ist ein Prozess, wo die Menschen davon abhängig sind, dass es eine Natur gibt, dass wir von der Natur etwas nehmen können, dass wir es durch Arbeit umwandeln in eine Ware, die wirklich den Bedürfnissen unserer Mitmenschen entsprechen, dass wir dann die Waren bekommen als Mensch, sie verbrauchen können, dass sie wieder zurückgehen in die Natur, ohne sie eben zu zerstören, die Natur. Und Rudolf Steiner formuliert das so: Wirtschaft ist vom Geist dirigiertes Kapital, das im Zusammenhang mit organisierter Arbeit Natur so umwandelt, dass gebrauchsfähige Waren geschaffen werden. Also der Mensch ist aufgerufen, in einem menschenwürdigen Wirtschaftsleben seinen Geist zu verwenden, um diese Wertschöpfung möglichst unter milder Verwendung der Natur in möglichst effizientem Einsatz von Mitteln und Arbeitszeit in effizienten Einsatz von Rohstoffen und Materialien und Produktionsmitteln zu gebrauchsfähigen, guten Waren für die Mitmenschen zu machen. Da möchte ich einleitend ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners sprechen aus den Mysterien Dramen. Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet durch Raumes Weiten, zu füllen die Welt mit Sein, der Liebe Segen erwarmet, die Zeitenfolge zu rufen aller Welten Offenbarung und Geistesboten sie vermählen des Lichtes webend Wesen mit Seelen Offenbarung und wenn vermählen kann mit beiden, der Mensch sein eigen Selbst ist er in Geisteshöhen lebend. Es weist uns dies hin, dass wir mit Liebe in das Tun kommen können, dass wir durch geistige Intuition die Dinge der Welt im Geist entsprechend, Menschheitszukunft entsprechend gestalten können, dass wir so in die Welt hineinwirken können, immer in Liebe zur Welt und Mensch.
So ist eben der Wirtschaftsprozess, dass wir gehen von der Natur, dass wir menschliche Arbeit einsetzen, dass die vom Geist dirigiert wird, indem er zum Beispiel Organisations- und Ablaufstrukturen und Produktionsmittel schaffen und dass wir so verbrauchergerechte Waren herstellen. Die Wirtschaft ist heute eine Weltwirtschaft. Wir können nicht mehr lokal alles fertigen, weil es so eine Differenzierung, so eine Arbeitsteilung gibt. Und sie ist nur von Wert, was wir tun, wenn es auch wirklich den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Die Wertschöpfung ist eben etwas, wo der Mensch wirkt. Die Natur an sich hat nur einen Wert, wenn der Mensch ein Bewusstsein von den Dingen dort hat und sie in irgendeiner Weise gebrauchen kann. Wenn der Mensch seine Arbeit einsetzt, um die Natur umzuwandeln in eine Ware und dann weiterkommt und Geist einsetzt, um diese Umwandlung zu verbessern, um den Aufwand zu verbessern, sodass er zum Beispiel nicht mehr einen Nagel am Tag fertigen kann, sondern Hunderte in der Stunde, dann ist das durch Einsatz passiert des menschlichen Geistes. So haben wir das Wirken in der Wertschöpfung, dass der Mensch entscheidend ist in seiner Individualität, wie die ganze Gemeinschaft der Menschen Werte schaffen kann, die die Menschen zum Leben in dem entsprechenden Kulturniveau und Kulturzeitraum benötigen. Also wir schaffen durch den Geist Werkzeuge, Maschinen, Anlagen, EDV, Organisation, um eben den Wertschöpfungsprozess zu vereinfachen, sodass weniger menschliche Arbeit aufgewendet werden muss. Und dann würde an sich ja frei werden die Fe Möglichkeit des Menschen im Rechtsbereich und im Geistesbereich tätig zu sein, beziehungsweise Menschen mit Schenkgeld zu versorgen, die zum Beispiel geboren werden, aufwachsen, ausgebildet werden oder die im Alter nicht mehr arbeiten können und in dem verdienten Ruhestand sind. Wir können uns verschiedene Bereiche ansehen, von Naturprodukten wie zum Beispiel Obst oder Produkten, wo der Mensch schon wesentlich mehr an geistiger Arbeit hineinbringt, wie die Herstellung, der Bau von Häusern oder was sozusagen ein Höhepunkt in der heutigen technischen, wirtschaftlichen Entwicklung ist, der Automobilbau, wo jedes Element von Grund auf, von der Molekularstruktur über die Art der Rohstoffbeschaffung, die Frage der technologischen Umwandlung, welche Technologien verwendet werden, um die gewünschte Form und Oberfläche und Beschaffenheit herzustellen, wie all die Logistik, all die elektronischen Computerprogramme und Steuerungen zusammenwirken, dass schlussendlich ein höchst durchgearbeitetes, von menschlicher Arbeit und menschlichem Geist gestaltetes Produkt, eine Ware herauskommt. Eine wesentliche Grundsäule des Wirtschaftslebens ist das Geld in dieser arbeitsteiligen Wirtschaft. Sobald es Arbeitsteilung gibt, muss es ein Austauschmittel geben, das im Bewusstsein der Menschen einen gewissen Wert hat und anerkannt ist in diesem Wert. Und das ist das Geld. Dass die Preise für die Waren entstehen lebendig in einem lebendigen Prozess zwischen Menschen, zwischen dem Anbieter und dem Nachfrager der Ware, bildet sich ein Spannungsfeld von dem Bedarf der Ware, von dem Bedarf nach Geld und so entwickelt sich ein gesunder Zustand, also zumindest idealerweise des Preises. Und mit diesem Preis entsteht der Geldwert, der Wert des Geldes und das Geld an sich kann nur zum Existieren beginnen, solange die Wertschöpfungsprozess, die Wertschöpfungsfähigkeit vorhanden ist und diese Wertschöpfungsfähigkeit Waren hervorbringt. Dadurch entsteht mit dem Waren hervorbringen, durch die Dienstleistung, entsteht ein Geld.
Wenn Geld entsteht ohne Zusammenhang zur Wertschöpfungsfähigkeit, dann haben wir das, was wir im Jahr 2022, 2023 intensiv haben, Inflation. Das heißt Entwertung des Geldes. Die Menge des Geldes hat keinen Bezug mehr zu den Wertschöpfungsfähigkeiten. Das ist durch eine Wirtschaft, die menschenverachtend ist, veranstaltet worden, dass jetzt solch ein Zustand da ist. Hauptsächlich verursacht von den Börsen und hauptsächlich verursacht von Menschen, die in unfassbarer Raffgier Milliarden und Billionen an sich raffen und den Zentralbanken, die diesen Bezug zur Wertschöpfung überhaupt nicht ernst nehmen, beziehungsweise sich an der Möglichkeit, Geld selbst zu drucken, also eine Art Falschgeld zu machen, zu bereichern. So ist dieses Wirtschaftssystem und seine Wertschöpfungsfähigkeit wichtig. Der Umgang mit dem Geldwesen, der Umgang mit der Natur, eine Wirtschaft, die naturzerstörend ist, hat nur begrenzte Lebensfähigkeit. Die Wertschöpfungsfähigkeit, also die Fähigkeit der Menschen, fachlich oder mit Hilfsmitteln, Natur in Waren, in brauchbare Waren umzuwandeln, die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln, also von Kapital oder Unternehmenskapital und den Bedürfnissen der Verbraucher bzw. den Möglichkeiten der Verbraucher, die Waren nachzufragen. Die Menschen sind wesentlichster Teil des Wirtschaftssystems in Beziehung auf ihre fachlichen Fähigkeiten, auf ihr Schicksal und ihren moralischen Fähigkeiten. Wir sehen Systeme, Wirtschaftssysteme, die immer mehr zum totalen Egoismus neigen, sind nicht lebensfähige Wirtschaftssysteme. Wir haben das ja noch aus den letzten Jahrhunderten in Mitteleuropa im deutschsprachigen Bereich, wo viel größere Form von Brüderlichkeit vorherrschte und dadurch kam diese Fähigkeit des wirtschaftlichen Wohlstandes. Die Arbeit ist heute durch die Arbeitsteilung und die Verfeinerung der Arbeiten immer in irgendeiner Weise eine Weltwirtschaft, auch wenn es natürlich sinnvollst ist, auf die Natur insofern Rücksicht zu nehmen, dass alles, was lokal hergestellt werden kann, auch lokal hergestellt werden sollte. So ist die Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, in diesem ganz verfeinerten, durchgearbeiteten Zustand der höchsten Wertschöpfungsfähigkeit eine arbeitsteilige, so dass kein Mensch mehr in der Lage ist, all das, was er haben will, selbstständig herzustellen. Und er ist auch nicht in der Lage, es in dieser Effizienz herzustellen, wie wenn die Menschen die Arbeit sich teilen. So ist das soziale Hauptgesetz, wie es Rudolf Steiner formuliert hatte, das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner Leistung für sich beansprucht. Das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden. Und wir haben heute im Jahr 2023 diese Darstellung, dass wir eine immer mehr egoistische Wirtschaft haben, dass reiche und superreiche Menschen absichtlich Not herstellen, ob jetzt durch eine Hygienediktatur oder durch die absichtliche Veranstaltung von Kriegen und sinnlosen Sanktionen, die das Angebot verknappen, um dann die Preise zu erhöhen und sich zu bereichern. Und dieser Egoismus führt zur Verarmung der Menschen und zum Elend der Menschen. So sagt uns das soziale Hauptgesetz, dass eben dieser Egoismus nur Not und Leid bringt, dass die Mitmenschlichkeit, die Brüderlichkeit, die Nächstenliebe, die wirkt in der Wirtschaft,
zum Wohle und zum Heil der ganzen an dem Wirtschaftsleben beteiligten Menschen ist. Und am Wirtschaftsleben sind natürlich alle in der jeweiligen Wirtschaftsregion anwesenden Menschen beteiligt. Und um dieses Wohl der Menschen, um das Gute bei den Menschen zu verhindern, zu pervertieren, wirkt der arme Mann in den Ausbildungsstätten, in den Medienbetrieben, in den großen Konzernen, in den korrupten Regierungen und versucht, das Wirtschaftssystem zu sabotieren, sodass es zu Elend und Verarmung kommt. Wir haben das zum Beispiel schon seit 1945, dass im großen Maßstab Know-how-Raub begangen wird. Es wird ständig die Menschen, die eigentlich schaffend sind im Wertschöpfungsprozess und die Innovationen bringen, bestohlen. Wir haben die Tendenz, minderwertige Waren mit kurzen Lebenszeiten herzustellen, was eine Verschwendung der Natur und der Arbeit ist, wenn anstatt Waren mit längst möglichen Lebenszeiten und höchster Qualität zu schaffen. Wir haben die absichtliche Entwicklung schädlicher Produkte wie in der Unheilmittelindustrie. Wir haben die Monopole von Großkonzernen, die einem lebendigen Wirtschaftsleben massiv zuwiderlaufen. Wir haben eine Gleichmacherei und eine Herabnivellierung, zum Beispiel durch ISO 9000, sodass sozusagen die Individualität des Menschen sich nicht voll im Wirtschaftsleben ausleben kann, weil es Regeln und Qualitätsvorschriften gibt, die das verhindern, weil man eben möchte, dass man mit geringem geistigen und arbeitstechnischen Aufwand produzieren kann, was zu einem Bereichern der Kapitaleigentümer führt. Wir haben eine möglichst niedrige Entlohnung in vielen Bereichen, sodass die Menschen von der Entlohnung gar nicht leben können. Wir haben eine individuelle Fähigkeitsunterdrückung. Also die Ausbildungssysteme sind ja in vielen Bereichen so, dass sie die Entfaltungsmöglichkeit des Individuums stark behindern. Wir haben unwürdige Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen und wir haben die Beschäftigung mit sinnlosen Tätigkeiten, dass sinnlose Produkte produziert werden, sinnlos Natur vergeudet wird, sinnlose Technologien entwickelt werden, wie die Atomkraft, die wir uns als Menschheit hätten sparen können, wenn die Entwicklung der lebendigen Technologie, der freien Energie nicht sabotiert worden wäre. Und wir haben im Konsumbereich das künstliche Steigern, das Verlangen nach sinnlosen Produkten durch Manipulation, durch das, was man Mind Control nennen kann, oder die Veranstaltung von Abhängigkeiten, wie wir das in der Unheilmittelindustrie sehen, wo Produkte Nebenwirkungen haben und man für die Bekämpfung der Krankheit aus Nebenwirkungen von vorhergehenden Produkten weitere Produkte kaufen muss. Und wir haben eine geradezu fürchterliche Ausplünderung und Zerstörung der Natur, weil eben sinnlose Dinge produziert werden, Dinge in mangelnder Qualität und man auch nicht versucht, es zu optimieren, sondern den Gewinn aus dem Kapital möglichst zu optimieren. Wir haben eine Luftverschmutzung und wir haben eine geradezu sinnentleerte Urbanisierung der Welt. Und jetzt kommt in Zukunft noch der Versuch, die Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt zu verändern, dass sie nicht mehr der Natur entsprechen, sondern auch den gierigen Möglichkeiten superreicher Menschen, sich an dem Leben anderer zu bereichern. Und wir haben darüber stehen eine unbrüderliche Arimanisierung des Geldwesens, die eben diese Not und dieses Leid in der Welt schon seit langer Zeit verursacht. Wir haben ein Finanzsystem, das auf Verschuldung im ersten Schritt der Staaten und im zweiten Schritt der Menschen beruht, dass zum Beispiel dadurch, dass nach dem Ersten Weltkrieg Großbritannien, Frankreich, die USA schwer verschuldet waren,
diese erpresst werden konnten, um den Zweiten Weltkrieg zu veranstalten im Hintergrund. Das waren Erpressungen, das sind Staaten, die verschuldet sind, Menschen, die verschuldet sind, erpressbar. Und dadurch wird dann die nächste Stufe der Schädigung des Wirtschaftslebens und des ganzen sozialen, menschlichen Lebens veranstaltet. Also es wird Elend verursacht und durch das Elend werden die Menschen radikal, aggressiv und können aufeinander gehetzt werden. Es gibt eine völlig ungerechte Einkommens- und Eigentumsverhältnisstruktur auf Erden, die auf alle Fälle geändert werden muss, sodass es ein viel höheres Maß an durchschnittlichem Eigentum und durchschnittlichem Einkommen gibt und ganz radikale Grenzen für Einkommen und Eigentum. Es ist das Ziel Ahrimanns, die gesamte Schenkgeldsphäre zu zerstören, sodass es keine Freiheit im Geistesleben, keine Freiheit in der Forschung, selbst keine Freiheit mehr des Kinderkriegens, des Kindes, des Auszubildenden oder des im Ruhestand befindlichen Menschen gibt, dass man für alles immer zahlen muss, sodass jegliche Freiheit in jeglichem Bereich ausgemerzt werden soll. Das ist der Plan Ahrimanns, zu einer unbrüderlichen Art einer sozialen Struktur der Menschengemeinschaft. Was ist nun diese Wertschöpfung? Die Wertschöpfung ist eben die von Menschen, den menschlichen Individualitäten und ihren hohen fachlichen, moralischen Fähigkeiten veranstaltete Umwandlung der Natur durch Arbeit und Einsatz des Geistes zu Waren, zu möglichst günstigen, möglichst qualitativ hochwertigen, möglichst langlebigen Waren, die den Bedürfnissen und den Möglichkeiten des Verbrauchers entsprechen. Wir sind also in einem ganz lebendigen Organismus in der Wirtschaft, wo ständig Menschen interagieren in der Festlegung des Preises, in der Entwicklung von Produkten, in der Anpreisung von Produkten, in der Nachfrage von Waren, in der Preisbildung und in der Frage, wie wir möglichst mit geringstem Naturaufwand, mit geringstem Arbeitsaufwand und geistigen Einsatz möglichst den Lebensunterhalt, das Wohl aller Menschen sichern können, um Freibereiche der Schenkgeldsphäre und der Kapitalsphäre, also dann des Geisteslebens und des Rechtslebens zu schaffen, damit Menschen ihre Individualität nicht nur wirtschaftlich, sondern auch rechtlich und im Geiste verwirklichen können, ihre Tätigkeiten dort tun können, weil die Wirtschaft diese Leistungsfähigkeit hat, um das zu ermöglichen. Das haben wir bis heute. Tendenzen einer neuen Art von KI, also künstlicher Intelligenz gesteuerten Kommunismus, das die Individualität völlig auslöschen will, will eben die Möglichkeit des Menschen zu geistiger Tätigkeit, zu geistigen Freiräumen eliminieren. So ist in Wirklichkeit die Wirtschaft der Wertschöpfungsvorgang, ein lebendiger Vorgang eines lebendigen Organismus. Es ist so, dass der Wertschöpfungsprozess ständig wertbildend ist. Wenn man Rohstoffe entnimmt, sie in den Rohstoffverarbeitungsbetrieben verwandelt, dann halbfertig Produkte oder Vorprodukte erstellt, diese dann durch Veränderungs-, Zerspanungs-, Umformungsprozesse verwandelt und so zusammenstellt in komplexere Waren und Produkte, ist es ständig eine Wertbildung, die dann ansteht an dem Punkt, wo die Ware fertig ist. Und da ist der Bedarf dann da nach Geld, weil das, was die Menschen an Geld und Arbeit hineingetan haben in diese Wertbildung der Ware, das verlangt danach, dass diese Menschen, die das getan haben, auch entlohnt werden, damit sie selbst ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Da gibt es eben an diesem Punkt der fertigen Ware den Punkt der Preisbildung, eine Spannungssituation zwischen dem Bedarf des Verbrauchers und der Möglichkeiten
möglichst einen geringeren Preis zu zahlen und der Notwendigkeit des Herstellers einen möglichst guten Preis zu bringen, dass es dann eine Preisbildung gibt, die den Bedürfnissen des Verbrauchers entspricht. Und der Wert wird nur durch Gedanken und Bewusstsein der Menschen geschaffen. Es gibt keinen Wert einer Sache, es gibt auch keinen Wert von Geld, es gibt keinen Wert von Kunstschätzen oder Rohstoffen, ohne dass ein Mensch davon Bewusstsein hat. Ein Rohstoff, das vergraben liegt auf einer fernen Insel, von dem niemand weiß, die hat da keinen Wert, weil niemand davon weiß und niemand ein Bewusstsein hat. Erst wenn es aufgefunden wird und man dann weiß, dass man damit im Wertschöpfungsprozess auch etwas anfangen kann, hat es einen Wert. Also wenn Sie in einer südlichen Gegend einen Rohstoff finden und dort können die Menschen mit dem Rohstoff nichts anfangen. Wir können aber hier zum Beispiel in Europa diesen Rohstoff verwandeln in ein Produkt, das die Menschen haben wollen, dann bekommt es einen Wert. Das ist eben der Preisbildungsprozess. In der Beziehung zwischen Produktion und Verbrauch kommt es zu einer wertbildenden Spannung. Es will eben der Hersteller möglichst viel Geldwerte haben und der Verbraucher möchte für möglichst einen geringen Preisaufwand das, was er nachfragt, für das er einen Bedarf hat und das, was er brauchen kann. Und das ist eine Kraftentwicklung, die aus der Produktion nach weiterer wertbildender Bewegung strebt, aber an diesem Punkt aufgehalten ist. So kommt es zu einem Gleichgewichtszustand zwischen zwei wirtschaftlichen Spannungsenergien. Es ist lebendig, der ständige Preisbildungsprozess. Hier spielt sich eben die Preisvorstellung oder eine Überhang an Nachfrage, Seltenheit oder Angebot im Überfluss eine Rolle. Ein wesentlicher Faktor der Wertschöpfungsfähigkeit eines Wirtschaftsraumes ist die Entwicklung von Produktionsmitteln durch den Geist, also eine effizientere Gestaltung der Vorgänge, wie aus der Natur Ware wird. Und wenn der Wirtschaftsprozess läuft, so dass eben aus Natur durch Arbeit Ware wird, dann verbraucht der Verbraucher diese Ware und alle sind beschäftigt. Dann kann niemals ein Produktionsmittel hergestellt werden. Es muss erst einen Entschluss geben, der Verbraucher zu sparen, auf Verbrauch zu verzichten. Es ist ein Konsumverzicht vorhanden, der sich in einer Sparneigung ausdrückt und dadurch werden Kapazitäten frei im Wertschöpfungsprozess, die sich damit beschäftigen können, die Produktionsmittel herzustellen, zu optimieren, zu verbessern, so dass dann die Wertschöpfungsfähigkeit steigt. Wir haben diese Vorgang der Wertschöpfungssteigerung, die letzten Jahrzehnte erlebt durch die Einführung der Computersteuerungen in der Produktion und zum Beispiel der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, so dass die Qualität und die Geschwindigkeit der Herstellung deutlich verbessert werden konnte. Für 4-, 5-, 10-fache Verbesserung der Wertschöpfungsfähigkeit, was gleichzeitig eine Ver-, 4-, 5-, 10-fachung des Wohlstandes aller Menschen gewesen wäre, wenn nicht der kriminelle Finanzbereich möglichst versucht hat, davon zu viel als es gegangen ist, an sich zu reißen, zu stehlen. Wir haben also in der Wirtschaft diesen Kreislauf der Ware und Kapital in den Produktionsmitteln. Das erstens ist eine Bearbeitung der Natur, die geht vom Kapital nun als Produktionsmittel zurück zur Arbeit. Also es wird ein Konsumverzicht, führt dazu, dass ein Teil der Tätigkeit zurückgeht als Produktionsmittel zur Arbeit und die Arbeitsleistungsfähigkeit steigert. Und verbindet sich dann diese Produktionsmittel mit der Arbeit, wird Unternehmenskapital. Und das Kapital stellt dem Geist dann Produktionsmittel zur Verwirklichung von Ideen zur Verfügung. Also durch die Entstehung von Produktionsmitteln ist Kapital entstanden und das kann vom Geist bewegt werden. Das ist ortsunabhängiger und die Investitionen sind dadurch möglich geworden.
Es ist also die Anwendung von Geist. Wir haben heute eine sehr ahrimanische Technologie und Wirtschaft, sodass wir den Geist auf diese ahrimanischen Technologien anwenden. Aber wir können nach und nach das durch die hohe Wertschöpfungsfähigkeit des Wirtschaftslebens die Freiräume schaffen, um die Technologieentwicklungsrichtung hin zur lebendigen, zur freien, zur christlichen Technologie zu bringen. Und so zieht der volkswirtschaftliche Prozess eben seine Nahrung aus der Natur und wird durch den Geist reguliert. Das lässt uns eben den Blick auf den von Rudolf Steiner entwickelten Möglichkeiten, den wirtschaftlichen gesunden Zustand, den Zustand wirtschaftlicher Gesundheit darzustellen. Der ist das Verhältnis der Natur von menschlicher Arbeit erfasst, die von Natur von menschlicher Arbeit erfasst ist, also das NAW, zu der zum Wert gewordenen, vom Geist erfassten Arbeit, also den Produktionsmitteln, zu der Ware im Verhältnis der verfügbaren Ware zum Verhältnis zum verfügbaren Geld. Da sind wir in einem wirtschaftlichen Gleichgewicht. Wie ich eingangs schon sagte, wenn die Geldmenge zu groß wird, dann haben wir Inflation. Und wenn wir, wie wir in den letzten Jahren haben, durch das EU-System oder durch das gesamte ahrimanische Regime im Westen gezielt die Wertschöpfung zerstört wird in Europa oder in Nordamerika, dann haben wir einen Rückgang der vom Geist erfassten Arbeit. Also wir haben ein gezielt aus dem Gleichgewicht gebrachte wirtschaftliche Gesundheit. Wir bringen diese wirtschaftliche Gesundheit in dem eben das Verhältnis der Natur, die von menschlicher Arbeit erfasst wird. Also das, was wir aus der Natur entnehmen und zur Ware machen, im Verhältnis zu dem zum Wert gewordenen, vom Geist erfassten Arbeit. Also das, was Produktionsmittel und Wertschöpfungsfähigkeit ist, zu dem, was Ware zu Geld ist. Hier noch einmal näher ausgeführt, durch die Arbeitsteilung entstandenes Geld und Kapital. Auf Kapital kann der Geist angewendet werden, um Wert zu bilden, also menschliche fähige, dafür entsprechend ausgebildete und fähige Menschen können Kapital einsetzen, um Wertschöpfung für die Mitmenschen zu erstellen. Hier ist das Verhältnis zu suchen, das besteht zwischen der Geld- und Warenmengenbeziehung und die Beziehung von Arbeit und Geist in ihrer Wertbildung. Läuft dieses Verhältnis auseinander, indem es eine zu große Geldmenge gibt oder Kapital nicht mehr brüderlich an die Fähigsten verliehen wird, dann wird die Wirtschaft krank, krisenanfällig. Daraus ergibt sich auch, dass die Summe aller Preise ein wirkliches Verhältnis zu allen gehandelten Werten haben. Und alle gehandelten Werte haben ein Verhältnis zu den Leistungen der beteiligten Menschen. Wirtschaftsvorgänge sind eigentlich Bewegung verschiedenster Faktoren und diese Bewegung findet nur ihren Antrieb durch die Menschen, die in der Wirtschaft drinnen sind. Ein wichtiges weiteres Beispiel für das Ungleichgewicht sind die Kapitalbörsen, wo man fachlich und moralisch ungeeigneten Menschen möglichst viel Kapital gibt, die dann eigentlich keine Werte schaffen. Wie auch zum Beispiel nicht nur bei dem Derivathandel und der Wildspekulation, dem Sekundenbruchteilhandel, wie man das nennt, an den Börsen, oder auch dem Einsatz von unglaublichen Kapitalmengen für EDV-Firmen, deren wahrer Wertschöpfungswert wesentlich geringer ist. Das sind Faktoren für die Herstellung eines Ungleichgewichtes. So können wir heute in dieser Zeit Ahrimans eben das Wirken Ahrimans erleben, um einen gesunden Wirtschaftsprozess in einen ungesunden Wirtschaftsprozess zu verwandeln. Durch die Entkoppelung der Geldmenge, was wir zum Beispiel durch das Quantitative Easing in den Zentralbankbereich oder den wilden Börsenspekulationen sehen,
was eine völlige Entkoppelung gebracht hat, eine Vervielfachung der Geldmenge in Bezug zur Wertschöpfungsfähigkeit. Einer gezielten Verringerung der Wertschöpfungsfähigkeit, zum Beispiel in Europa durch den von der EU geplanten Zerstörungsdeal, den sie Green Deal nennen, also dem Verbot, sinnvoll zu investieren. Die künstliche, sinnlose Anregung von Bedürfnissen bei den Menschen durch Werbung. Das heißt, es wird sinnlose Dinge produziert. Oder den Aufbau von nicht wertschöpfenden Wirtschaftsbereichen. Also Bereiche, die sich mit nichts beschäftigen, wie zum Beispiel der Klimaforschung, die sich mit dem von Menschen gemachten Klimawandel, den es in der Form überhaupt nicht gibt, beschäftigen. Das heißt, sie beschäftigen sich sozusagen mit gar nichts. Dem Aufbau von Polizei und Überwachungsstaat. Also die Schaffung von Unterdrückungsstrukturen, die großen finanziellen Aufwand bedürfen, die dem geistigen Bereich die Möglichkeit der Tätigkeit nehmen, weil sie eben Geld und Möglichkeiten dem Geistbereich wegnehmen, um einen aggressiven Bereich des Wirtschaftens, eben den Polizei- und Überwachungsstaat, herstellen. Die Einschränkungen und die Beschränkungen und die Verhinderungen und Behinderungen durch Behörden, dass die Wirtschaft überhaupt tätig sein kann, das weit über das sinnvolle Maß schon hinausgeht. Und die gezielte moralische Pervertierung der Menschen in den Ausbildungssystemen durch die Massenmedien, durch die Spekulation, die Gier und der sogenannten Ersatzmigration, wo Menschen aus Kulturräumen kommen, die wesentlich geringere fachliche und auch leider moralische Fähigkeiten mitbringen, so dass sie dem entsprechenden Wertschöpfungsbereich gar nicht mehr helfend dienen können und so zu einer Verringerung der Wertschöpfungskräfte und Fähigkeiten in den Ländern führen. Wir haben den sinnlosen Aufbau und die Veranstaltung von Kriege. Dadurch wird ein militärisch-industrieller Komplex befördert, dessen Herstellung von Waffen natürlich in keiner Weise wertschöpfend ist. Es ist mehr, wenn dann die Bomben auf arme Menschen fallen, eine Art negativer Schenkung. Das heißt, es wird zerstört, was den Menschen in ihrem schicksalshaften Ausleben überhaupt möglich gewesen wäre. Wir haben einen, wie wir in den letzten Jahren gesehen, einen hochkriminellen Unheilmittelkomplex, der die Tätigkeit darin besteht, die Menschen in Angst zu versetzen und ihnen dann Dinge zu verkaufen, die nicht helfen, sondern mehr schaden als helfen. Sieht man an den mittlerweile bekannten unglaublichen Mengen von Nebenwirkungen, von schrecklichen Nebenwirkungen und der nicht nachweisbaren Nutzen, den diese Dinge bringen sollen. Rudolf Steiner hat das so formuliert: Der Heilbereich der Menschen, die medizinisch tätig sind, die heilend tätig sind, die haben Anteil am Wertschöpfungsprozess in dem Umfange, wie wenn ein Mensch krank wird und sagen wir 14 Tage erkrankt wäre und dann wieder arbeiten kann, der Heiler ihn innerhalb von 7 Tagen heilt, sodass er nach 7 Tagen wieder arbeiten kann, dann sind die durch den veranstalteten Heilungsprozess gewonnenen 7 Tage die Wertschöpfung, die der medizinische Bereich gebracht hat. Also wenn Milliardengewinne gemacht werden mit Produkten, die Schaden anrichten und die Menschen eigentlich krank machen, ist das natürlich eine negative Wertschöpfung, die der gesamte Bereich bringt, sodass es eine Verarmung der Gesamtbevölkerung gibt, dadurch, dass dieser kriminelle Unheilmittelbereich existiert. Die Korruption, die wir haben auf allen Ebenen, also hat man natürlich immer, aber der wird immer umfangreicher, wie man sieht. Und das ist natürlich, wenn Menschen, die etwas nicht können, dafür Geld bekommen, dass sie dort sitzen und es nicht tun, dann ist das keine Wertschöpfung, sondern eine Behinderung der Menschen, die es könnten.
Wir haben den Verbot, die Verhinderung, die Verheimlichung von freien Energien, die wesentlich zu einer Gesundung der Natur, einer Gesundung der Menschen und zu einem wohlhabenden Zustand der gesamten Gemeinschaft der Menschheit beitragen würden. Und wir haben ein Ausbildungssystem, das das Geistesleben zum großen Teil durch auswendig Lernen und Repetieren und Verhinderung des eigenständigen Urteils herabdämpfen, sodass die Menschen nicht in ihrer völligen, in ihrem vollständig sich inkarnieren können und nicht vollständig tätig werden können. Wir haben die Verminderung zum Beispiel durch Target Costing gehabt in den letzten Jahrzehnten, wo man gezielt die Qualität der Waren vermindert hat. Und die absichtliche Verknappung von Dingen, wo es unbedingt Bedarf gibt, wie den jetzt im Gange befindlichen gezielte Verknappung von Nahrungsmitteln, die durch die Sanktionen gezielt hervorrufte Verknappung von Energie, Rohstoffen. Das sind alles von ahrimanischen Gesellschaften veranstaltete Dinge, um den Menschen zu behindern, eine menschengerechte Gesellschaft durch eine brüderliche, mitmenschliche Wirtschaft aufzubauen. Und so haben wir die drei alles menschliche Leben auf Erden durchziehenden Kräfte, Wesenheiten, die auf den Menschen, auf die Menschengemeinschaft wirken, um ihre Ziele zu erreichen. Wir haben die luziferischen Wesen, die den Menschen abziehen wollen von der Erde, ihn gar nicht mehr hineinbringen lassen wollen in das irdische Schicksal, ins irdische Tun, in Menschen in Fantasie und Illusion wegziehen von der Erde. Wir haben den Ahriman, der uns mit der Erde wie mit einer Maschine verbinden will, den Menschen in ein Teilchen eines Getriebes verwandeln will, ohne Freiheit, in Kälte und in Leid und ohne irgendeine Form von Liebe. Und wir haben das dritte Wesen, das mit der Menschheit sich verbunden hat, der Sohnesgott, der Christus, der den Menschen in die für die Menschheit gewünschte, von der geistig-göttlichen Welt gewünschte Richtung lenken will, der auch das ganze Wirtschafts-, Rechts- und Geistesleben der Menschengemeinschaften so gestalten will, dass es menschenwürdig ist, dass es dem Menschen in seiner geistigen, seelischen, moralischen, fachlichen Entwicklung befördert. Und der Luzifer ist auch stark tätig heute. Er sagt uns, dass wir Arbeit und Anwendung von Geist und Natur gar nicht notwendig haben und gar nicht tun sollen, weil ja der Mensch schädigt die Natur. Und er soll sich erst gar nicht inkarnieren, sondern soll in der geistigen Welt bleiben und soll gar nicht erst tätig werden in der Welt. Und alles, was von Ahriman kommt, sollte komplett und vollständig abgelehnt werden, sodass man eigentlich in der heutigen Zeit gar kaum noch etwas tun kann. Und man kann sich, wenn man luziferisch beeinflusst ist, einfach als so guter, toller Mensch über den anderen stehen fühlen, dass man gar nicht tätig sein muss, sondern irgendwie schaut, dass man von der Arbeit der anderen lebt. Also es kommt vom Selbst, alles kommt vom Selbst auf einen zu und man braucht nur zu warten, das Schicksal wird das schon richten. In der anderen Richtung haben wir den Ahriman. Er will den Menschen jede Möglichkeit auf wirtschaftliche Tätigkeit nehmen. Kein Geist, keine sinnvolle schaffende Arbeit, kein Einkommen aus Tätigkeit, indem man sich erlebt, dass man etwas getan hat, was Sinn hat, sondern die völlige Abhängigkeit vom Staat. Produkte, die dem Menschen Schaden zufügen, Drogen, Gifte, Unheilmittel, elektromagnetische Felder, Funkeinrichtungen, Mobiltelefoneinrichtungen, das Leben in einer virtuellen Realität, völlig träge, willenslos, ohne Antrieb, den Menschen zum Seelen- und geistlosen Roboter machen. Kein Eigentum für den individuellen Menschen, keine Freiheit, kein eigener Gedanken, keine Gefühle, kein Wollen. Ein Leben als Maschine. Und das Christuswollen, auf das ich eben mit dieser Arbeit hinweisen möchte, das Christliche, den ich-bewussten Menschen,
die Möglichkeit geben möchte, zu verwandeln, zu veredeln und zu erlösen die Welt. Der Mensch kann als Geisteswesen die Welt erlösen. Er kann sie heilen und an ihrer Verwandlung schaffen. Er kann durch Anwendung von Geist und Arbeit auf die Natur heilen und erlösen. Eine Wirtschaft begründen, willentliche gemeinschaftliche Entscheidung und Beschluss der Menschheit, einer brüderlichen, einer Wirtschaft der Nächstenliebe zu schaffen, wo man für andere schafft, andere Dinge erstellt. Ein sinnvoller, genügsamer und überlegter Umgang mit der Natur aus den Kräften des Verzichts heraus. Eine sinnvollen Begrenzung von Einkommen, Reichtum, Eigentum, technischen Anwendung und von Wertschöpfungskapazitäten. Und so möchte ich abschließen mit dem Wahrspruchworte, dem zweiten Teile aus den Mysteriendramen von Rudolf Steiner, der Pforte der Einweihung, des Lichtes webend Wesen. Es erstrahlet von Mensch zu Mensch, zu füllen aller Welt mit Wahrheit, der Liebe Segen. Er erwarmet die Seele an der Seele, zu wirken aller Welten Seligkeit und Geistesboten, sie vermählen der Menschen Segenswerke mit Weltenzielen. Und wenn vermählen kann die beiden, der Mensch, der sich im Menschen findet, erstrahlet Geisteslicht durch Seelenwärme. Vielen herzlichen Dank.